abgestürzt, oder? Ich hab Schwarzbild. Ah. Ja. Wow, ich sitze immer noch auf meinem Sitz. Oh. Da steht ein Nackter! Der fummelt an irgendeinem seiner Kinder rum, ist nicht meins. Wer ist der Horst? Ich bin der Horst, warte mal. Das ist dein bitte. Kind, was entführt wird. Ja. Ich sitze ja noch auf meinem Stuhl. Hallo. Ja, das Alter, wer hält mir denn da seinen Dildo in der Nase, ey? Ich muss jetzt erstmal. Lass mich doch mal erstmal hier alle. Lass mich erstmal looten hier. Nein. Da steht. Wieso sieht es endlich alle so japanisch aus? Weil wir alles Japaner sind. Ich so, nicht, ich bin bestimmt schwarz. Na, David ist der Pedo, du bist der Neger. Was bin ich für einer? Ich geh da mal. Du bist auch der Neger, was bin ich? Wow. Geh mal weg da, du nur Nase hier. Du ihr seid beide hier die Glens aus. Wer heißt nochmal die komische dumme Serie für dumme Menschen? Genau, Walking Dead. Wow. Was bin ich denn, Neger? Wow. Du siehst genauso aus wie David. Oh ne, ich bin der Peter. Der Peter, okay. Ist der Peter. Au. Schnell raus, bevor Olli alle Käufer aufgemacht hat und nichts mehr übrig ist. Ja, halt mal. Olli, sind ja schon keine mehr da. Ich hab einen gefunden. Sag mal, haust du mal ab, du Assi. Geh mal weg, das sind meine Koffer. Übrigens, Aloha, liebe Nerds und Nerdinnen und... Ah ja, da war ja noch was. Willkommen. Gib mir die Medizin, du Sau. Willkommen zu Willkommen zu einer Staffel, es ist Frommes und ihr hört es schon. Der Konkurrenzkampf ist losgebrochen hier. Meins! Meins! Der Waschi ist da, der Olli ist da und Servo ist natürlich. Hallo. Ey Olli, hier, wo bist du? Ich hab was für dich. André, da, hol das Bällchen. André, ich hab's schon geschafft, ich hab schon was geschafft. Ja, was denn, was denn? Ich hab schon Hasen geschlachtet. Ich hab einen gelben Koffer gefunden. Wow, ich habe noch keinen Koffer gefunden. Ich glaube, Olli würde auch einen gelben Koffer mit im Urlaub nehmen. Ich glaube auch. Nee, obwohl Olli, ich weiß, wir Olli zum Geburtstag schenken. Ein rosa Koffer. Habe ich gesehen. Nein, hier so, ich habe so eine Mimik-Truhe aus Dark Souls gesehen im Internet. Ja. Er kann den ganzen Tag in der Truhe gucken, die in die Zunge rausstreckt. Wow. Extra für Olli. So, nimmt alles mit, was geht hier, Jungs. Steine, Stöcker, Äste, große Baumstämme. Schönen guten Tag. Aua. Wow. Aua, ich bin... Elektroteile? Wer hat mich denn gehauen? Ich hab dir nicht gehauen, ich hab den Stein am Kopf geschmissen. Boah, du Sch... So, in welche Richtung wollen wir gehen, Leute? Jungs, Mädels, Gibt's eine Karte Junge. Mittlerweile? Nein, die musst du doch immer noch finden und selber zeichnen. Weißt du doch. Oh. Die ist in der Höhle, die musst du selber finden und zeichnen. Warum muss ich die denn erst finden, damit ich sie zeichnen kann? Ja... Findest zumindest ein Blatt Papier und ein Stift. Das heißt, alle Leute, die im Koffer im Urlaub reisen, haben kein Blatt Papier dabei. Nein. Nee, die sind halt doof. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir gehen dem Flugzeugarsch hinterher. Ich würde auch sagen. Also, weil Olli jetzt grundsätzlich in eine andere Richtung gelaufen ist, würde ich sagen, geht der Rest in die andere Richtung. Ich würde auch sagen, Richtung Flugzeugarsch. Oh, hier ist ein Zeltlager. Mhm. Oh, siehst du gleich die richtige Richtung? Ja, guck mal an, Alter, ich bin einfach nur Hammer. Hä? Hier sind Flares. So, oh ja, Flares, die brauchen wir. Können wir die Leute mit anzünden? Boah, hier sind noch mehr Flares. Wieso hält der jetzt seinen Arm hoch? Hör auf. Weiß ich nicht. Hör auf, hau drauf. Money. Der haut nicht drauf, warum nicht? Pilze. Ah. Ich hab Geld gefunden. Geld. Geld! Einer schlägt nicht zu, warum nicht? Das ist eine gute Frage. Guten Abend, Kokes! Top! Guten Abend, Kokes! Hallo! Da ist ein Topf! André, ist ein Topf! Wo? Oh. Am Feuer, ah. Hier, da! Boah, guck mal, so schnell haben wir noch nie einen Topf gefunden! Ich hab Angst, ist doch! Oh, das regnet, wir brauchen eine Schildkröte! Oh, komm her, Reh! Wo ist die Schildkröte? Viel wichtiger als die Schildkröte, ich würde gerne diesen King Outdoors-Stuhl mitnehmen. Olli, trag mal für mich! Was? Ich bin so schwach. Mein Arzt hat gesagt, ich soll nur Morphin nehmen, weißt du? So, weiter Richtung Flugzeugarsch. Geht nicht. Ich habe die Hände voll. Ja, ihr seid schon wieder zu langsam alle. André, guck mal, eigentlich. Ich hab ein Geschenk für dich. Oh, schön, ein Rehköpfchen, geil. Danke. Oh, wow. Den halte ich jetzt in Ehren. Bisschen Fleisch für uns. Ich hab auch schon. Noch ein bisschen was zum Naschen für unterwegs. Hab ich auch jetzt. Lass mal. Möcht mal einer beißen? Mm. Olli, du vielleicht mal.
Vier Männer allein im Wald, da kann ich gut werden. Ja, es stimmt, warum haben wir eigentlich keine Bitches bei, ey? Ja, weil uns immer eine. Das war die Gay-Line, ne? Alle also, so Männer drin. Ja, wir brauchen immer noch eine Frau bei uns im Nerds Gaming HD-Team, ne? Also, liebe Frauen, meldet euch. Alter, die Bäume bewegen sich jetzt, wenn man da reinläuft. Guck dir das an. Ja, geil, ne? Ah, Koffer! Das bewegt sich alles hier, auch vom Wind her. Guck mal, vom Wind her bewegt sich das auch alles. Sag mal, was trödelt ihr da hinten rum? Hier ist ein Koffer. Olo. Olo, 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 olo. Boah. Aber sieht hier. Hallo, hallo. Alter, was macht ihr das schon wieder? Jetzt hab ich den Controller-Steuerung an, das ist zum Kotzen. Ja, wieso? Hallo, hallo. So, lass uns jetzt weitergehen. Hallo, hallo. Alter, David hinterher, der hat voll den Plan. Ich lass euch da stehen. Einfach, ich hab überhaupt keinen Plan. Die hat gesagt Richtung Flugort. Hier sind noch Koffer. Scheiß auf die Koffer. Wir brauchen ein Dorf, wir brauchen Seile, ich will mir aufhängen. Wollte ich gerade sagen. Leguan! Außerdem brauchen wir auch noch jeder. Da ist so ein Tümpel, da könnte vielleicht ein Speer drin sein. Genau, meine ich nämlich, so ein Speer, aber hier ist keiner. Hier ist keiner. Egal, dann trinke ich einen Schluck. Wartet! Guten Abend, Marie! Oh, Koffer, rosa Koffer. Gelb, erstmal den gelben. Ich würde das nicht trinken. Doch, ich hab's jetzt getrunken. Ich würde nicht trinken, ich hab vorhin reingestrohlt. Ich hab reingepustet. Das hast du mir jetzt, nachdem ich getrunken hab? Ja, natürlich. Das ist der Bach des Wissens. Für die, die Angry Birds gesehen haben, die wissen, was ich meine. Ja, genau, der Bach der Klugscheißer. Nein, ich weiß schon. Hast du gesehen, Wasser, ja? Ja, Wasser. Der Teich des Wissens. Oh ja, dann spucken sich der Zeug noch gegenseitig in den Mund. Ja, richtig. Oder? Und der Adler pisst da nur rein. Ja, das war auch ein bisschen eklig. Alleine wie die geguckt haben, ne? Ja, ne? Das ist der Hammer gewesen. Du hast jetzt sogar eine Häutungsanimation, André. Ja, ich sehe schon. Wo ist der Kopf? Wo ist er? Wo ist der Kopf? Da bist du da überlegen. Hier liegt er doch, hier vor meinen Füßen hier. Hab ich den Kopf? Ah! Wow. Sammelst du Köpfe? Da ist noch einer! Ich hab da hinten noch einen liegen lassen. Das ist doch einer gewesen, hier ist noch einer! Hier ist noch einer, hier ist auch noch einer! Waschi, hier, hinter dir! Wow, jetzt ist der andere weg. Oh! Das ist doch voll die Hot Dogs alle Matsch schon. Also unser Tag war warm und heiß. Iguan! Und feucht. Ja, überwiegend feucht. Nein, ja. Warm wollte ich sagen. Hey! Meins! Aua! Du Helm mich doch nicht. Wo wollen wir denn jetzt bauen? Wir brauchen irgendwo, wo Wasser ist. Wo Holz ist. Holz haben wir irgendwo gerade hier. Warte, der Teich war doch hier gleich. Ja, aber da ist eine schöne Stelle zu bauen. Das ist die Frage. Wir brauchen ja auch irgendwie ein paar Pflanzen, so Heilpflanzen und sowas. Guck mal, hier ist so eine schöne Lichtung. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel eine Lichtung. Und hier ist auch Wasser. Guckt euch an, hier ist Wasser. Ja, das ist doch auch schon mal gut. Ja, ja. Ja, dann bauen wir doch gleich hier. Bauen wir einfach wieder ein Hochgerüst und bauen da drauf alles. Weil wenn sie uns das Gerüst unterm Arsch wegklopfen, bricht alles zusammen, was wir drauf gebaut haben. Und Olli kriegt das auch noch. Ja. Das ist der Bach des Wissens. Olli, weißt du Bescheid, warum das blubbert, obwohl das kein Whirlpool ist? Hier ist noch ein Topf. Ja, weil ich pups. Weil ich drinstehe und pups die ganze Zeit. Alter, ja, hier ist aber noch ein Topf. Hier ist ein Speer. Wir haben doch schon einen Topf. Ja. Ich hab einen Speer. Oh, ich hab Aloe Vera. Ui, das ist schon mal gut. Das brauchen wir auch. Wo ist der Speer? Da drin im Wasser. Hier war der gerade bei mir irgendwo. Der ist hier. Da. So, Aloe Vera habe ich hier auch gefunden. Und ich höre einen Frosch. Wow, David, du hörst dich nur selber. Wow. So, also holzen wir erstmal frei, ne? Weil wir fröhliche Holzfäller sind. So, was wollen wir jetzt bauen? Eine Mauer oder eine Hütte? Ich sag, bauen wir zuerst eine Mauer. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Loot.
Wollen wir einen Baum nehmen für Baumhaus oder nur Flachland bauen? Flachland. Ist alle ignorieren. Ja, was denn, Waschi? Ja, hier ist noch Loot. Ja, lass Baum, uns doch erstmal. Feld. Lass uns hier erstmal unsere Hütte, hier unser Gebiet sichern hier. Hier kann mal einer so einen Schlitten in Auftrag geben? Achso, ja, dann mach ich erstmal einen Schlitten. Ja, Feld. Oh, Olli, bist du hier? So, hier, Schlitten ist. Bitte eure Stöcke reinschmeißen hier. Oh ja, hier hast man einen Stock. Oh ja, oh. Stock, Stock, Stock. Oh, oh. Einer fehlt noch. Oh, einer fehlt noch. Sehr schön. Warte, so. Dann bist du gleich noch einen zweiten Schlitten. Da muss ja aber nochmal neue Stöcke reinschmeißen. Guck dir mal an, wie muskulös ich bin, Alter. Guck dir das an. Habt ihr denn auch alle genug Stöcke gesammelt? Ich hab keine mehr. Ach, hier sind schon wieder neue. Mehr Holz. Mehr Holz. So, und dann müssen wir gleich... Ein großes Feuer könnten wir schon mal in zentral legen. Ja, muss ja die Mitte erstmal ausloten, ne? Damit wir die Viecher da hinlocken können, wenn die kommen. Mhm. Willst du dann die Mauer drumherum bauen, oder? Naja, ein zentrales Feuer brauchen wir sowieso zum Warmen werden nachts. Ja, das stimmt allerdings. Okay, dann mache ich erstmal ein großes Feuer. Da, Warm Fire. Oh, was? Samstag Open End? Oh. Ich weiß aber nicht, ob man nicht da bin, ne? Das, naja, da fangen wir aber erst abends an. Ja, ich hab dir gesagt, ich bin auf Kindergeburtstag. Ja, ja, das ist auch kein Problem. Haben wir was, ich hab Bescheid. Ja? So, ich mach schon mal ein bisschen die Baumstümpfe schon mal weg. Morgen nehme ich erstmal The Forest auf. The Forest? Machen wir doch jetzt. Ach, The Forest. Life is feudal. Life is feudal. Life is feudal. So. Mach dann nochmal Loks rein. Wir brauchen nochmal. Hier fehlt noch ein Holz. Und wir brauchen noch ein Feuer zum Kochen. Und nein, Trockending. Wir brauchen noch ein Feuer zum Kochen. Ja, können wir auch nehmen, ja. Also das ist besser. Weißt du, so nah am Feuer baut man ein bisschen weiter alles auseinander, nicht so nah immer. Okay. Wir müssen ja genug Platz zum Rennen haben, wenn die Achtung, Viecher irgendwann Baum. Durch den Zaun kommen. Achtung, Baum! Achtung, Baum! Olli! Olli! Wow! Wow! Hast du das siehst du das, André? Das ist ein halber Meter von mir weg. Das ist doch gut, was willst du denn? Oh, schlimm, wenn wir draufgefallen wäre. Sonst meckerst du immer, dass du so weit laufen musst. Ja, richtig, jetzt brauchst du nur umdrehen. Boah, ist gefährlich hier, ehrlich. Ich sag euch das. Wir brauchen hier Platz, Stöcke, Platz und jede. Hey, hier liegt noch Fleisch, ich kann das nicht aufheben. Ja, ich baue den Trockending da fertig und dann können wir da gleich. Ich alles mich weg. Ein Stock fehlt noch. Habe ich noch einen Stock hier? Für mich beobachtet. Hier ist nochmal Fleisch. Hui! Achtung, Baum! Mach doch gleich mal so ein Trockenteil da. Hab ich doch schon. Ist doch schon fertig. Ich häng da jetzt das Fleisch auf. So, alles aufhängen hier. Ja? Ah, wieso geht das jetzt wieder nicht? Oh, aus Baum! Oh, André, aus Hasen kommt jetzt auch wirklich Hasenfleisch raus. Ja, ja, sie haben jetzt einiges verändert. Ui, das ist ja spektakulär alles hier, was sie geändert hat. Das ist ja Wahnsinn. Spektakulär. So. Das ist ein spektakulärer Trip, Alter. So, da fang ich schon mal an, einen Zaun zu ziehen, ne? So, Olli, bald kommt unser Menschenfleisch wieder. Dann können wir wieder lecker. Menschenfleisch. Ja. André, wie war das? So eine kalte Bitch. Ja, Krebsmenschen schmecken wie Krebs, reden wie Mensch. André, ja, groß oder mittel, groß, mittel, klein die Fläche? Eine Fläche? Ich dachte, wir wollen erstmal einen Zaun ziehen. Ja, deswegen ja. Wie groß soll der Zaun sein? Boah. Also ich mach jetzt einfach 5 mal 5 Meter. Ja, das ist schwer. Da können wir uns reinstellen und dann... Ich hätte gern 20 Hektar. Wenn du mir das ausmisst, dann stecke ich dir das ab. Alter, vergesst nicht bitte eure Nüpsis aus dem Boden zu hauen, ja? Sonst hacke ich ihn euch gleich ab. Echt mal. Sonst wachsen keine Bäume nach. Nein, das nicht, aber das ist... Wachsen nicht so nach. Doch, die wachsen nach. Doch, die wachsen nach. Sei mal eine Woche nicht on und dann lad dein Spielstand mal. Dann siehst du mal, wie viele Bäume da gewachsen sind. Weißt du, nachbacken. So? Reicht das erstmal so? Was ich jetzt abgesteckt habe? Ja, aber immer müssen wir noch einen Zaun reinpappeln, ne? Eine Tür. Hier vorne. Wo ist eine Tür?
Hier vorne will ich gerade einen reinmachen. Das Feuer ist jetzt aber nicht zentral. Das. Der Papa hat immer nur zu meckern, ne? Wir wollten doch erstmal einen Zaun, Feuer machen, um die da reinzulocken. Das können wir doch direkt an der Tür machen. So, dann können wir doch noch ein zentrales Ding machen. Ich hätte aber gerne noch einen Hinterausgang, damit ich hier entschwinden kann durch die Hinterpforte. Ja, warte. Extra für dich bekommst du noch eine Hinterpforte. Du machst dich extra beim Feuer ein Tor. Ja. Ja. Wow. Ist nur doof, wenn wir mit dem Schlitten wieder rein wollen, aber das sagen wir dir David dann später. Das ist logistisch etwas. Ja, wir sind halt so. So bauen wir halt. Erst bauen und dann sehen wir, Kacke, egal, lass mal so. Alter. War nicht so gut, aber egal, lass mal so. Da könnt ihr das selber bauen. So, umgesetzt jetzt hier. Sehr schön, so. Jetzt seht zu, dass der Zaun fertig wird. Ja, du bist doch dieser Bau. Ja, ehrlich, genau. Hier bin ich nicht der Bautyp. Hier habe ich nichts zu melden. Ich schaue bloß. Was war das? Wer hat sich wehgetan? Ich schlepp das Zeug nur hin und her. Das ist gut. Hin und her schleppen, das kannst du auch. Alter, wir schmeißen hier so Baumstämme durch die Gegend. Wer ist hier der Hulk? Ich will auch der Hulk sein. Ich bin der Hulk. Hulk. Und ich bin das Milky Way. Du bist das Milky Way. Will mal jemand, ich bin der Schrecken, der die Marstüte durchflattert. Der Zähne in deine Löcher macht. Ich bin ein Bounty. Nicht? Du bist ein Bounty? Kann man da Fenster reinmachen? Nein, ich glaube nicht. In den anderen könntest du welche reinmachen, ja. Okay, dann nicht. Da kannst du nicht. Hast du das Tor auch richtig rumgebaut? Ich sag das lieber nicht. Hat er nämlich, glaube ich, nicht. Nein, das ist verkehrt rum. Nein, das ist richtig rum. Das ist verkehrt rum. Nein, das kannst du jetzt von beiden Seiten sogar öffnen. Guck mal. Ja, ja, öffnen kannst du das, aber von der einen Seite kommt man es verschließen. Jetzt ist es kaputt gegangen, weil Papa da drauf gehauen hat. Ja, ist doch egal. Reicht doch, ist doch gut so. Ich habe Angst. Aber du weißt, dass normalerweise die Dinger nach außen gehören, ne? Die Dinger hier nach innen. Boah, ist doch jetzt vollkommen Banane. Nein, ist abreißen, neu machen. Oh, Alter. Ich habe ja noch. Pass auf. Nein, geht nicht. Das Tor ist fertig. Da kannst du nicht mehr abreißen. Da musst du kaputt hauen. Ja, wir müssen uns kaputt kloppen. Alter. Was machst du da jetzt? Neues Tor. Ja, jetzt ist das innen. Das ist richtig. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ja kein Tor. Ist das jetzt ein Doppeltor? Nein, das ist jetzt ein einfaches Tor. Jetzt ist es ein Doppeltor. Aber es ist außen. Das muss nach innen. Jetzt. So, jetzt ist es. So ist das richtig. Das ist ja jetzt egal, dass das eine Tor davon ist. Das ist ja nun, ne? Ich strohle mal kurz ins Wasser. Auf. Wo ist eigentlich das, Wasser? Wo ist unser Pipi-Teich? Ich muss einen Schluck trinken. Warum ist hier eigentlich schon wieder alles kaputt hier? Der trinkt nicht. Ich weiß nicht, warum du am Bach des Wissens nicht mehr trinken kannst. Wahrscheinlich zu viele schon rein Gewissen. Reingepuput. Da zu essen. Boah, einer hat unser Dings kaputt gemacht. Unser Essen ist weg. Baschi. Wow. Unser Essen ist weg. Baschi, danke. Du weißt, dass der Baum immer in die Richtung fällt, wo du guckst, ne? Ja. Ja, warum hast du dann in unsere Richtung geguckt? Unser Essen ist weg, Leute, ich muss da essen. Ich auch fragen wollen. Hast du keinen Snickers? Doch, aber nur ganz wenige. Wo kommt jetzt der Baum her? Ja, Baschi fällt hier die ganze Zeit. Da soll ich bloß doof dastehen oder was? Ja, aber dann kannst du auch in die andere Richtung fallen. Wow, ach, unser Gott. Ständer ist kaputt. Unser ganzes Essen ist weg. Weiß ich auch Snickers essen. Unser Essen. Wir haben doch so schönes Essen gesammelt schon. Alter. Was unser Essen. Wir haben nichts zu essen. Ich muss den Olli töten, dann kann ich den Olli essen. Du hast auch einen Snickers, hör auf mir zu hauen. Denk dran, wenn du zu Diva wirst, ne? Ja.
Ist ein Snickers. Hallo Olli, wie geht's dir?